Ja, hallo, Weidmann, hier auch die Wind. Ja, ich möchte mich anmelden an die Alsleben 26 zur 6,0 Jahreswartung. Ja, okay, bis dann, tschüss. Windenergie ist natürlich wie eine feine Sache und man hofft, dass sich das durchsetzt. Mittlerweile ist es ja so weit, dass es auch gar nicht mehr zurückgenommen werden kann. Ronald, wir fahren den Rotor erstmal ans Y, dass wir in die Narbe können, ne? Ich hatte mich vorher mit Windkraft eigentlich relativ wenig beschäftigt. Und als ich dann das Angebot von GE Wind bekommen habe, dort einsteigen zu können, habe ich natürlich sofort zugegriffen. Und nun bin ich 6 Jahre dabei bei GE Wind. Dieser Job ist ein richtig kleines Abenteuer. Man weiß halt nicht, was auf einen zukommt. Es macht unheimlich viel Spaß. Ja, es ist natürlich toll, wenn die Wartung zu Ende ist und man findet auch noch mal ein Minütchen, die schöne, herrliche Landschaft zu genießen. Dann möchte ich mit keinem Schreibtischjob tauschen. Also ich denke mal, die Windkraft in Deutschland wird noch weiter große Sprünge nach vorne machen. Irgendwann, denke ich, werden wir die 30%-Marke locker erreichen. Schön ist es natürlich auch bei GE, man kommt in der Weltgeschichte rum. Man kommt an Orte, wo ich wahrscheinlich sonst nie hingekommen wäre. Ich habe in Amerika gearbeitet, in England, in Schottland, in Polen. Ich bin stolz darauf, bei GE zu arbeiten. GE leistet einen großen Teil davon, die erneuerbaren Energien in Deutschland weiter auszubauen. Des Weiteren finde ich das eigentlich sehr schön, an dieser Geschichte mit der erneuerbaren Energie teilzunehmen, weil fossile Energie wird immer knapper, die Erderwärmung nimmt weiter zu. Eigentlich bin ich ja ein wandelndes Museum. Ich habe angefangen in der Energieerzeugung in der Lehre, in einem uralten Braunkohlekraftwerk, was vor dem Krieg gebaut wurde. Danach bin ich in eins der modernsten Kraftwerke gekommen und jetzt bin ich in der Windenergie gelandet.